Die Festung weist einen viereckigen Grundriss mit einem parallel zum Grundriss laufenden Geschossgesims auf, das eine reine Deko-Funktion besitzt. Die Festung besitzt vier große Türme, nur einer von vier ist kreisförmig und ist Richtung Südosten gestellt. Der kreisförmige Wachturm stammt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert. An der Basis ist er ebenfalls von einer Schildmauer umgeben, auch hat er ein Geschossgesims und kleine Bögen und Pechnasen. Zusammen mit dem Wassergraben stellen sie die ältesten Elemente des gesamten architektonischen Gebäudekomplexes dar. Die zwei frontalen Türme verleihen der gesamten Erscheinung Eleganz und Pracht. Der am wenigsten vorspringende, aber auch älteste Turm ist eine normannisch-staufisch Ursprungs, ebenfalls mit befestigten Fundamenten und Geschossgesims. Der andere Turm zeigt sich mit fürstlichem dominierendem Balkon. Auf der Spitze der Schlusssteins des Säulenhallenbogens thront das Wappen, ein deutlicher Verweis ihrer Macht. Vom Eingangsbogen gelangt man in den Innenhof der Festung. Dieser zeichnet sich durch eine erlesene Akustik aus. Das Gebäude besteht aus zwei Stockwerken. Unten wohnten die Dienstboten und die Knechte. Hier befanden sich auch der Backofen, das Lebensmittellager, die Votivkapelle bei der Sakristei, den Marstall, den Garnisonswachsposten und der Taubenschlag. Das obere Stockwerk war Wohnsitz der Adelsfamilie mit Thronsaal und reich verzierter Empore, der fürstlichen Loggia, einigen Privatzimmern, dem großen Gemeinschaftsraum und der Waffenkammer.